22 Männer geben für Sowjet über 24. Wir sagen Zunanovic, der Ersatzverhüter, Reinitsch, pardon, Bernhard Stauiger. Im Anschluss dann noch das kleine Steirer Stadtderby von der ZSB gegen ATSV Steyr. Ja, sehr geehrte Fußballfreunde, und hier in der regionalen Mitte wird es in Kürze. Thank you.
Ja, Rani, gratuliere zum Sieg. Warum war es heute so schwierig, trotz 90 Minuten den Gegner in die Wand gespielt haben, dass man klare Torchancen ausholt? Ich glaube, jeder Verein kommt hier im Stadion. Spielt immer defensiv. Und ich versuche alles, auch wie ich gespielt habe, mit schwerem Platz. Und ja, Gott sei Dank, 90 Minute. Geschossen. Nervosität war nicht da. Ich war ein bisschen nervös, natürlich, aber wichtig, dass ich Tor gemacht habe. Danke, gratuliere zum Sieg. Gratuliere zum Sieg. 90 Minuten den Gegner eigentlich an die Wand gespielt, aber relativ wenige Chancen kreiert. Warum ist das heute so schwer gefallen? Ja, wir hatten einfach keine zündende Idee. Wir haben viel zu viele lange Bälle in der ersten Halbzeit gespielt. Aber im Grunde genommen, wie du sagst, wir haben das ganze Spiel beherrscht. Wir haben probiert, Fußball zu spielen. Wenn wir Fußball gespielt haben, waren wir gut. Lange Bälle waren nicht so gut. Aber wir haben alles probiert. Und ich bin heilfroh, dass die Mannschaft sich dann mit 3 Punkten belohnt hat. Weil das wäre eine harte Pille gewesen, wenn wir heute keine 3 Punkte gemacht hätten. Am Dienstag war das letzte schwere Spiel. Hat man das vielleicht heute auch noch gemerkt? Ja, gestern waren sie schon noch ein bisschen müde. Aber ich glaube, dass sie fit genug sind, um auch sowas auszumerzen. Und auf der anderen Seite hatten sie im Hinterkopf, dass wir jetzt 10 Tage bis zum nächsten Spiel haben. In der 90. Minute dann der Helfer. Nervös gewesen? Ein bisschen. Also ich bin eigentlich grundsätzlich während des ganzen Spiels nicht so nervös, aber da schon ein bisschen, weil die Anspannung halt einfach da war. Und ich es einfach den Jungs gegönnt habe, dass sie jetzt Sieger vom Platz gehen. 90 Minuten den Gegner an der Wand gespielt, aber sehr wenige Torchancen kreiert. Warum ist es heute so schwer gefallen? Ja, wir haben viel gemerkt, wir haben gewusst, dass die sich hinten reinstellen. Und wenn 11 Leute vor den 30 Meter warten, dann ist es schwer, dass wir da durchkommen. Und dazu hatten wir auch Möglichkeiten, haben nicht fertig kombinieren können, wir haben zu gut reingespielt. Aber dann in 16 rein war es schwer, dann waren wir vor einer Menschen waren. Haben wir bis in die 90. Minuten halt, das braucht uns ganz gut geschossen. Du hast eigentlich einen relativ ruhigen Abend gehabt, aber kurz vor Schluss hast du die Mannschaft noch im Spiel gehalten. Wie schwierig ist das, wenn man so lange kaum Bälle kriegt und dann auf einmal zu so einer Parade gezwungen wird? Ja, es ist schwierig. Man muss halt immer konzentriert sein, wenn der Ball in der Nähe ist. Das heißt, wenn der Ball vorne ist, dann kann man mehr wegen ausschalten, aber wenn der Ball in der eigenen Hälfte ist, dann muss man halt wirklich da sein und trotzdem die Konzentration hochhalten. Man ist natürlich nicht warm geschossen und muss man am Punkt halt da sein. Bis zum Schluss ist eigentlich nur gestanden, dann der Elfmeter. Wie hast du es von hinten gesehen? Also ich habe mal gesehen, eine voll motivierte Vorwärtsmannschaft. Also was du in den letzten Wochen geredet hast, dass wir nicht motiviert sind, haben heute, glaube ich, gesehen, dass wir bis in die 90. Minuten probieren und dass wir das Tor schießen. Und der letzte Spielzug, das war, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Wir haben alles probiert, dass wir reinkommen, vorne in 16er, Flanke ist gekommen. Und der David ist ganz klar gefault worden von hinten, es war ein klarer Torab. Und Radicokic hat seine eiskalten Torjägerqualitäten und die Beweis geschüttet hat in den Öfer ganz cool reingekommen.